Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Tut mir leid für diese 2-Stunden-Folge, aber das war ja der Livestream. Ich habe mir jetzt nochmal richtig geguckt wegen den ganzen Teilen. Ja, ich habe mir Sheet und so alles nachgeguckt. Und diese Hinterzimmer-Dinger. Leistung? Was Einzigartiges. Macht den Wagen wirklich besser. Allerdings diese anderen Dinger. Achtung. Man kriegt die Teile dann einfach kostenlos. Das, was im Shop so oder so erhalten ist, mit Geld, kriegst du stattdessen einfach kostenlos. Es ist nicht irgendwas anderes Einzigartiges, was halt eben vielleicht anders aussieht. Nein. Nein. Warum nicht? Ah, ich habe mir so einen Arsch gebissen. Und das Karosserie-Kit, was ich eigentlich haben will, das gibt's eigentlich nur in Carbon. Das gibt's hier leider nicht. Ah, der Wendy Auspuff nämlich direkt unter den Rückleuchten. So hätte es sich mich ausgesehen. Dachte ich mal so, ah, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Da habe ich es mit Carbon verwechselt. Ich dachte mir so, ey, toll. Aber gut, es geht jetzt darum, die letzten Top 3 zu besiegen. Also Ronnie, irgendjemand anders und dann Razor. Der wird dann richtig rasiert. Aber gut. Ich habe jetzt meinen Wagen, ich werde das jetzt möglichst kurz halten. 8 Rennsiege, 5 Meilensteine. Machen wir erstmal die Radare. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Droh, ja, ich bin auch so Droh. Trainerkammer, okay. Moment kurz. So. Besser. Was machen wir? Oh, ich will jetzt nicht irgendwas machen, was mich richtig ankotzen würde. Machen wir Drag, weil Drag mich nicht ankotzt. Ja, yay. Volle Konzentration von Anfang an. Sorry, wenn ich nicht rede. Okay, beim zweiten Versuch. Super. Brauche ich keine Crash Compilation machen. Auch wieder mal richtig schön unter den LKW durch. Oh Gott, ich hasse, wenn sowas passiert. Ich würde sagen, Sprint und so alle, weil die immer eigentlich am kürzesten sind. Mautstein auf jeden Fall. Es sind zwei, also habe ich dann drei, vier. Oh. Fünf, sechs. Sieben, acht, neun. So, irgendeins könnte ich auslassen. Okay. Machen wir erstmal die. Machen wir erstmal hier Radarfeinrennen. Gucken wir uns mal den Wagen richtig schön an. Wir. Alter, okay. Da sieht man definitiv, wann ich. Wo ich halten muss. Beim Tacho. Da ist schön schwarz gewesen. Gucken wir uns mal den Wagen mal an. Wie gut der wird. Bitte fahr nicht vor mir. Also direkt vor mir. Das ist so. Wenn die dann abbremsen. Dankeschön für den Wagen hinstellen. Ja, Arschloch. Kleine Arschloch. Der 2-Stunden-Stream ist für mich jetzt auch einige Zeit, ja. Oh, der 2-Stunden-Stream. Oh, das war so anstrengend. Nein. War ein guter Stream. Hat mir Spaß gemacht. Würde ich gerne öfters machen, wenn ich nicht da so ein paar Probleme hätte. Mit dem Datenvolumen und Internet und so, ne? Weiß ich nicht, was ich für euch mache, trotz dass ich solche Internetprobleme habe. Aber ich mach's gerne. Man macht's auch Spaß, ist von daher. Aber verzieh dich doch, geh weg von vorne. Geh weg, habe ich gesagt. Nein, 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 nein. Nein! Nein! Fuck! Ich
wusste, dass ich irgendwas treffe. Ich wusste es. Tschüss. Oh, hallo Boxen. Schön, dass ihr da wieder genau da steht, wo man euch umfahren kann. Ah, ich stehe aber schön da. Meine Lippen vibrieren, weil ich so vibriert habe. Oh, das juckt jetzt. Ah, der Wagen ist schön. Er gefällt mir. Besser als der Supra. Aha. Ich werde immer versuchen, immer so Lamborghini zu fahren, also von daher. Ich weiß nicht, ist es... Durch Most Wanted ist das wirklich so eine Faszination geworden, dass ich Lamborghini echt mag. Aber auch vom Aussehen her, die sind einfach so... beautiful. Wunderschön. Einfach mein Geschmack. Weil ich mag auch aggressive Autos, also so ein Ford Mustang oder eine Corvette. Alle so mein Geschmack. Aber nicht die ganz frühen, ich weiß nicht, die frühen mit diesen... Naja. Ich mag so die moderneren mehr. Den von optischen her einfach für mich ansprechend aus. Das geht doch ganz schön lang, das Rennen. Muss ich sagen. Aber ich bin mit Abstand Erster. Das ist gut. Ist immer gut, wenn ich mit Abstand Erster bin. Und ich hoffe, ich habe den Sound auch wieder richtig eingestellt. Ich weiß nicht mal, wie der genau eingestellt war. Aber ich kann es ja glücklicherweise in Premiere ändern. Die Lautstärke und alles. Dann mache ich mich auch immer lauter und das Spiel allgemein leiser. Also von daher... Also mich mache ich um 6 Dezibel lauter und das Spiel mache ich um 10 Dezibel leiser. Theoretisch könnte ich das Spiel auch um 15 Dezibel leiser machen, aber nö. Nö. Sehe ich nicht ein. Das wäre mir zu viel Formalarbeit. Müsste ich zu lange warten. Ich fahre super am Ende. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Arg. Anscheinend sind die Rennen geplatzt, bevor sie überhaupt angefangen haben. Da wimmelt's von Cops. Und der Letzte, der da durchgekommen ist, bist du? Ich bin nicht der Einzige, der das seltsam findet. Pass auf, dass dir nichts passiert. Was für ein Rennen und was für ein Narc? Betrifft Narc, hä? Was will der mit Narc? Also Narc wie eine Ente? Ja, okay. Aber so... Na, keine Ahnung. Wie lang war das? Runden, ja, interessiert. 11,1, okay. Ist schon ein bisschen länger. Mercedes, ein Audi, Lamborghini und eine Dodge Viper. Oh, aber am Anfang mit diesem Burnout, das ist. Ja. Rutscht ganz schön der Wagen. Hat doch ein bisschen zu viel Leistung. Sind die Reifen nicht gut genug? Aber wenn ich Stufe 3 habe, ist der Wagen endlich wirklich komplett. Ausgemaxt. Auch vom optischen her und so alles. Also von daher. Eigentlich bräuchte ich auch wirklich nicht mal vom Spiel zeigen, sondern einfach nur noch die gegen die Blacklist. Ne, wird das Projekt aber schon weit zu Ende. Ab jetzt bis Part 21 oder so. Nee, warte, also bis Sonntag. Heute ist der... Heute ist der 3.12., also... Könnt ihr euch auch rechnen, wann Sonntag ist? Für mich. Welcher Sonntag das ist? Heute ist für mich Dienstag. Ja. Eigentlich bis dahin habe ich das Spiel... Also bis Sonntag habe ich das Spiel auf jeden Fall durch. Weil so viel ist es ja nicht mehr, wie gesagt. Oh, diese Kurve hasse ich hier. Die ist so... So eng. Er hat eng gesagt. Pubertierend. Entschuldige. Ich hab heute mal einen guten Tag. Lass mich doch einen guten Tag haben. Macht's mir nicht wieder zu kaputt. Ich habe euch nichts getan. Ja, der habe ich nicht getan. Den Autos hier im Spiel, den habe ich was getan. Ich habe die schließlich gerammt. Aber euch hier da hinter der Kamera, da, vom Bildschirm. Besonders du, ja, dich meine ich. Lass mich meinen Spaß. Mach mich nicht dafür doof.
geht weg. Liegt das am Auto, dass ich auf einmal so einen Abstand habe? Oder weil ausgerechnet gut fahre ich ja nicht wirklich, ne? Aber das Auto sieht so geil aus, Alter. Also war eine gute Wahl, dieses Pink. Danke nochmal an Psybrock. Ja, der hat gesagt, also nein. Dass das gut aussieht und ich habe ja auch damit geliebäugelt, aber es ist kein Lila. Deswegen habe ich so gesagt, war er hat dann gesagt, ja, und ich dann so auch, okay. Fahren wir mal da lang. Über ein paar Schienen. Und ein paar. Und dann stoßen wir überall gegen. Okay. Wir fahren da nie wieder lang. Es ist ein Scheißweg. Nie wieder. Nie wieder. Nein, niente, da hat er irgendwas. Dante? Wieso Dante? Wieso habe ich Dante gesagt? Ach, verdammte. Ich werde gleich überholt. Das will ich nicht. Von der Viper? Sieht aus. Wir sind bei 87%. Okay. Und wieso? Hat das da gejuckt? Okay. Okay. Nochmal voll krass. Ich würde mal gerne sehen, wie hoch die Maximalgeschwindigkeit mittlerweile vom Auto ist. Aber das gucken wir uns erst auf Stufe 3 an. Also, wenn wir hier Ronny besiegt haben. Fun Fact, ein Onkel von mir, angeheirateter Onkel. Wer ist denn die denn? Schwiegeronkel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Mann von meiner Tante heißt auch Ronny. Aber ich glaube mit Y. Maximal. Ich will eigentlich nicht maximal. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 noch zur Auswahl. Wir haben 3. Okay, wir haben genug. Oh Gott. Machen wir Mautstellen? Wir machen Mautstellen. Ich will auch Ronny heute durchhaben. Kann sein, dass der Part also wieder extra lang wird. Das wäre nicht so. Oh, bei der ich werde gucken, wie lang der Part wird. Niemand war dann Ronny im nächsten Part. Wahrscheinlich kommen heute die Rennen. Morgen dann die. Die Cop und Ronny. Und dann übermorgen die Rennen zum nächsten. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Und dann Cops und der Blacklist Nummer 2 und dann über und so den Morgen danach halt eben dann ihr habt das Prinzip verstanden wahrscheinlich nicht dass es sein wird. Ich muss ja gucken, wie lange das alles wird, also von daher und hier durchspringen. Hat sich nicht umgedreht, das ist gut. Wenn er sich umdreht, ist scheiße. Umdrehen wäre ich scheiße. Und wenn ich dann respawne, spawne ich irgendwo da, wo es richtig scheiße ist. Ihr habt es, glaube ich, schon einmal gesehen. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe oder ob das drin blieb. Ich weiß es nicht. So lange her. Das ist echt verdammt lange her. Huch. Oh, ich glaube, ich muss irgendwas umstellen. Das rutscht mir doch ein bisschen zu sehr. Warte kurz. Leistungstuning. Ah, okay, deswegen. Okay, so habe ich erstmal das Setup. Mal gucken, wie das jetzt wird. Oh, es wird schon besser. Oh ja. Ja, das ist gut. Oh ja, wesentlich besser. Das ist schon. Ja. Dafür gibt's einen Daumen hoch. Kriege ich doch von euch einen Daumen hoch? Das wäre echt schön. Für dieses bessere Handling. ich fühle mich irgendwie immer scheiße, wenn ich sowas sage. Aber ich glaube, irgendwann gewöhnt man sich's ab, wenn man sowas immer wieder sagt für irgendwas. Ja, man will ja, ich will keinen zwingen oder so, von daher. Mir reicht, wenn ihr meine Videos guckt. Dem müsst ihr nicht mal einen Daumen geben. Von daher, alles supi.
Jeder Aufruf macht mich glücklicher. Und die Wiedergabezeit macht mich noch glücklicher. Weil was bringt mir ein Aufruf, wenn die Wiedergabezeit vielleicht bei einer Minute ist, obwohl das Video 30 Minuten geht. Ihr versteht. Gut. Ich verstehe das auch. 2 von 4, okay. So, ich habe ein bisschen problematisch. Mein Overlay, was ich habe, das ist genau über der Zeit. Das ist kacke. Von daher, einen Moment kurz. Okay, ich hab's verschoben. Jetzt ist es oben links, da wo auch mein Bild normalerweise ist. Von daher sollte das absolut passen. Da sehe ich jetzt auch die Zeit. Ich sehe mein Bild oben links. Sehe, dass alles gut ist. Also aufgenommen wird, dass auch das der richtige Bildschirm aufgenommen wird. Und so weiter und so fort. Ihr versteht das. Und fertig. Super. Da braucht man nicht diese Aufnahmeprogramm selbst offen zu haben oder irgendwie nur so eine Kontrolle, sondern man hat dieses Bild. Und dann sieht man direkt, wie es alles aussieht und so. Von daher. Ah, alles super. Bleib konzentriert. Ich bin's. Hör mal, ich weiß, dass du mit Razor gesprochen hast. Lass dich nicht verunsichern. Bleib konzentriert. Du kümmerst dich ums Rennen und ich um den Rest. Ich hab noch was vor mit ihm. Ja, so wie er dich angemacht hatte, klar, dass du dann irgendwas mit ihm vorhast, aber ich will ich wissen, was du vorhast? Will ich es wirklich wissen? Will ich es wissen? Minimal, wie machen das? Ich habe jetzt nicht wirklich Lust auf maximal und dann kommen gleich Cops. Ihr versteht das hoffentlich. Ah, nying, nying. Klingt zwar ein bisschen hoch, aber es ist trotzdem ein wunderschönes Auto. Dankeschön, dass du mich nach links gerammt hast. Da wollte ich hier hin. Ja, yeah, aber nicht mit dem da kuscheln. Das wollte ich nicht. Okay. Da kann man aber nicht so schön. Ich habe jetzt mal kurz... okay. Alter. Ja, fahr doch. Was soll das? Warum ist er da so hängen geblieben? Wir sind nicht im Leben, sondern hier im Spiel. Leben ist er natürlich auch hängen geblieben. Hat man doch eindeutig gesehen. Eieiei. Ich habe mich zwar bis umdrehen bedankt, aber ich doch einfach Select drücken können. Aber habe ich nicht. Weil Protest und so. Aber ich hol die noch rein. Keine Sorge. Keine Sorge auf der Macaroni. Ah, woran bin ich denn jetzt hingeblieben? So eine scheiß Laterne? Unrealistisch. Wer bleibt an der Laterne denn hängen? Außer der Typ hinter mir. Der bleibt an allem hängen. Weil er voll hängen geblieben ist. Kannst nicht oft genug wiederholen. Okay, Autobahn, da habe ich gute Chancen aufzuholen. Jetzt hätte ich mir Nitro brauchen können, aber nein. Noch haben wir nicht den Maximalwagen. Von daher werde ich noch nicht die maximale Geschwindigkeit ausreizen. Aber das jetzt so die ganze Zeit um die 300 bleiben, das ist echt schön. Das ist echt ein schönes Gefühl. Guck mal, da haben wir den noch aufgeholt. Tschüss. War schön, dich gekannt zu haben. Alter. Und jetzt erst bei 330 in den sechsten Gang? What the fuck? Okay, das habe ich gar nicht mal auf das Ziel geachtet. Ich war gerade von der Zeit so fasziniert. Aber gut. Dann sehen wir uns gleich, wenn das fertig ist. So. Jetzt aber. Puh. War ein bisschen problematisch letzte Runde. Hm. Das zeige ich nicht. Das war peinlich. Sehr peinlich. Mautstellen rennen. Du.
Nee, was passiert ist, ich bin. Ich war zu übereifig am Ende, hab die ganze Zeit Nitro gegeben und bin dann links und rechts gegen ganze Gegend geknallt. Und dadurch hat mich die KI im letzten Augenblick noch überholen können. Yay. Sowas ist doch immer schön. Aber weil ich dämlich war. Naja. Ihr bekommt es ja nicht mit. Und so schlimm war das Rennen jetzt auch nicht. Also von daher. Alles Paletti. Alles Duft und Paletti. Oder Palettini. Alles Macarini. Alles Macarini. So. Jetzt hab ich's. Ey. Ich weiß jetzt immer nicht, was effektiver ist. Nitro durchdrücken oder. Kurze Stöße. Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich ist das eine auf die Art und Weise effektiv und die andere auf die Art und Weise. Hier ist zum Beispiel nach einer Radladekurve mit dem Speedbrake. Dass da dieses kurze kurze Schübe besser ist. Und normalerweise dann halt ihm einmal durchziehen. Alter, so viele Autos hier. Ich weiß, ich bin auf einer Autobahn, aber trotzdem. Und ich muss runter, okay. Tschüss. War schön, euch gekannt zu haben. Auf der Autobahn. Nein, war nicht schön. Hat gejuckt, tut mir leid. Besser juckt an der Nase als in der Nase. Boah, stellt euch mal vor, man würde wirklich irgendwo. Es würde irgendwo wirklich jucken, wo man null kratzen kann. So wie die eine Stelle genau am Rücken, wo du null mit den Händen hinkommst. Null. Und dann stellt euch vor, ihr habt gerade alle Hände voll. Könnt nichts machen, ihr seid gerade gefesselt oder so. Und es juckt. Oh, die Leute tun mir leid, die gefesselt und es juckt irgendwo. Das ist doch so ein. Oh, dieses Jucken, das ist so ein unangenehmes Gefühl. Abflug. Also ich empfinde es als ein sehr unangenehmes Gefühl. Jetzt zum Beispiel juckt meine Nase. Also, ja, Nase juckt öfters, aber jetzt gerade nervig. Und ich versuche es zu ignorieren, aber jedes Mal, wenn ich durch die Nase ausatme, juckt das mehr. Hab's nicht aushalten können, tut mir leid. Und jetzt ist es weg. Das ist schön. Okay, dabei. Ah, genau das ist passiert in der einen Runde. Und die es nicht gab. Von der reden wir nicht. Ich schneide es eh raus, also von daher wisst das eh nicht. Hahaha, ich bin gut. Ich bin so oft das Rennen konzentriert, dass ich die Zeit null sehe. Also wie viel ich noch übrig hatte und so alles. Wie viel Bonuszeit etc. Besser ist nur, dass ich da, als ich durch die Mautschelle gefahren bin, genau, fast genau eine Minute noch hatte. Es ist auch nicht so leicht, nirgendwo gegen zu stoßen. Oh, okay. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. 4 von 6, okay. Das heißt, wir haben noch jetzt noch einen einzigen vor uns. Und wieso sind da an dieser Stelle eigentlich immer die ganze Zeit die Schranken unten? Obwohl da nichts kommt. Und die Autos fahren trotzdem durch. Oh, okay, das. Die letzte war sehr nah dran. Sehr schön. Dann haben wir das geschafft. Wie viel fehlt noch? Wir haben 8. Brauchen wir und wir haben 6. Okay, 2 machen wir noch. Okay. Das ist maximal und das ist minimal. Okay. Das ist auch maximal. Okay, wir haben dann so oder so maximal zur Auswahl. Uff. Also nehme ich maximal oder nehme ich maximal? Haha. Warum ist eigentlich die Nase ausgerechnet das, was am öftesten juckt? Ernsthaft? Warum? Warum macht ihr sowas? Wie kommt ihr drauf?
Okay, Abkürzung fahren. Man sieht, es ist eine der wenigen Abkürzungen, wo man sieht, dass man die nehmen sollte und wann nicht. Wie man links diesen weißen Strich auf dem Nemap sieht. Dann sollte man diese Abkürzung fahren, ansonsten nein. Also meiner Meinung nach. Kann ja jeder machen, wie er will. So. Hi. Dankeschön, dass sie mich vorlässt. Ich habe mich auch nicht vorgedrängelt oder so. Ihr habt freiwillig Platz gemacht. Ich habe nur einen Artikel auf der Hand gehabt, deswegen habt ihr gesagt, okay, kannst vor. Oder auch nicht. Oder doch. Was denn nun? Entscheide dich mal, ob ich vor darf oder nicht. Du kannst nicht einfach so sagen, nee, jetzt lieber doch nicht. Jetzt nehme ich meinen Platz doch wieder ein. Kannst du nicht einfach so machen. Es ist nicht legal. Das heißt doch nicht umsonst Platzvergang weggegangen, Platzvergang so rum. Platzvergang weggegangen, ja. Hey, ist normalerweise auch so. Also egal wie herum du sagst, ist es richtig. Ich bin froh, dass meine Nase relativ offen ist. Kann ich die Nase haben? Trotzdem habe ich irgendwie mit dem Mund offen. Ist so leicht nervig. Aber nur leicht. Oh Gott, okay, das ist ein sehr langes Rennen. Zwei Minuten sind wir schon bei 50%. Also circa. Nicht ja genau, aber circa. Es kann gut sein, dass es jetzt also 3,5 Minuten lang geht dann. Kommt ja darauf an, wie die letzten Streckenteile sind. Viel Geschwindigkeit oder so eher herumschleichen. Von daher. Wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Oder? Irgendwie, ging noch nicht irgendwie so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Irgendein Lied habe ich im Kopf. Ich weiß aber nicht welches. Das ist unglaublich. Das ist echt eine Macarini wert. Geh weg. Geh weg. Dankeschön. So, danach ist... Ja, hiernach ist Ende. Sehr schön. 335 km/h. Also ganz knapp im sechsten Gang waren wir. Wenn wir mit 330 im sechsten Gang sind, what the fuck? Mach ich Mautstelle oder mache ich Radarfalle? Das ist ein kürzer. 15,5, 14,3. Das ist über Autobahn teilweise und das ist über die beschissene Haut. Okay, wir nehmen das. Wir nehmen das. Das ist das Ende über die Autobahn. Über die gute. Über den guten Stoff fahren wir. Über den echt guten. Oh, das Tacho ging perfekt hoch. War wirklich perfekt. Ich habe den Trigger genau richtig gedrückt gehalten. Oh, das wird hier aber. Lustig. Wenn die gegen den Reifen fahren oder so. Haben die ordentlich an. Ja, okay, der eine hat 185, das ist aber ein bisschen entfernt, okay. Ist nichts. Ist keine Geschwindigkeit, die ich nicht aufholen könnte. Oder erst Zeit sagen, aber. Obwohl, ja, es ist doch. Eine Sekunde ist das. 200 km/h in der Kurve, das werden die nicht hinkriegen. Hoffentlich. Oh. Okay, die zweite Radarfalle kommt hier sehr schnell angedüst. Der eine, heißt der eine echt Asphalt? Boah, deine Eltern müssen dich hassen. Okay, das ist klar, wenn es dann so ist, dass ich nicht durchfahren kann. Und Rasmussen. Also ich glaube nicht, dass es ihren echten Namen sind, also, sondern so selbstgewählte. Aber Asphalt? Okay, deine Eltern hassen dich nicht. Sie verabscheuen dich. Bei so einem Namen. Also ich würde mein Kind nicht Asphalt nennen.
wäre total auf der Strecke geblieben. Okay. Dass die ganzen Radarfinder immer so nach solchen Hardenhaltekurven sind, ist unglaublich. Das ist echt krass. Und ich habe nur so wenig km/h Abstand. Heilige Scheiße. Heilige Macarini. Verdammt. Fuck. Verdammt. Wäre ich nicht dagegen gestoßen? Naja. Egal. Ja, ja. Ey, da ist der volle Kanne gegen den LKW gerast. Holy moly. Okay, Asphalt ist vor mir. Nein, Polizei. Ach, stimmt. Ja, ja. Aber ganz vergessen, dass Polizei hier ankommt. Was denn nun? Welchen Golfclub? Ich bin nicht mehr beim Golfclub, aber okay. Hallo Polizei. Stufe 1, ne? Ja. Stimmt. Oh. Muss ich mir von Stufe 1 zu Stufe 4 wieder hochkämpfen. Ich hoffe, das Spiel stürzt da nicht irgendwann ab. So wie das öfter schon mal passiert ist. Ich habe 200 km/h Abstand. Was ist pass? Da. Oh. Hört auf, genau vor mir zu sein. Egal ob Polizei oder Zivil. Das ist nicht nett. Ich brauche ein bisschen Geschwindigkeit. I need speed. Steht da? Ja, danke fürs Freiräumen. Das mach's gut. Bravo 3-5, erbitte schnellstmöglich Lagebericht. Lage unverändert, waren die anderen Bezirke vor? Ja, ich wollte nicht dagegen stoßen. Das Problem, wenn man irgendwo gegenstößt, dass man dann so ein bisschen Kontrolle verliert. Genauso wie jetzt. Ah, verdammt. Wie, du bremst genau vor mir. Wie ist der LKW? Alter, der kann doch nicht einfach da stehen. Versuch's mitzuhalten, okay. Und hier ist eh einer. Mit wie viel Sekunden Abstand? Statistik. Ja. Ordentlich. Über 350 km/h, oder? Ja. Wenn ich jetzt richtig rechne. Ja. Ist eine Menge. Aber gut, wir müssten eigentlich alle Dinge haben. Von daher, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn dann diese Polizeifahrt richtig losgeht. Also, bis dahin. Ciao.